Tag, Kinners! Und damit herzlich willkommen zu einem Let's Play auf meinem Kanal. Wie ihr seht, F-Zero X von 1998 für den N64. So, man sah schon ein bisschen was. Fahren wir mal einen Grand Prix. Erstmal Expert, erstmal sachte, ne? So, ich fange mal standesgemäß mit dem ersten Cup an. Mein Favorit-Cup ist der hier tatsächlich. Aber gut, Mio City kennen einige vielleicht auch aus Smash Brothers. Beispielsweise. Ist eine durchaus berühmte Strecke. Hier Captain Falcon, ganz klar. Man kennt ihr den Protagonisten, das ist auf jeden Fall klar. Aber hier Green Panther mit Anthony Augusta ist mein Favorit. Mit dem zerbombe ich alles. Also schauen wir mal. Mio City. Oben rechts ist die Energieanzeige, die wird ab der zweiten Runde freigeschaltet. Dann kann man das als Boost verwenden. Und diese Energie kann man dann auf diesen rosanen Feldern, ihr werdet es gleich sehen, wieder aufladen. Man kann auch beispielsweise mit so links oder rechts Dingern, beziehungsweise mit dem hier, andere crashen und somit ein bisschen Energie saugen. Oder wenn man fünf Fahrzeuge weggesprengt hat, sag ich mal, dann erhält man dadurch ein Leben. Wird aber nicht nötig sein. Also oben links sieht man unter der Lab-Anzeige die Lebenanzahl. Die ist bei Experten natürlich nicht gerade so hoch, aber ja, die brauche ich nicht. So, 30 Fahrer, wie ihr seht. Der Rest dürfte sich von selbst erklären. Also, Attacke. Man beachte die Geschwindigkeitsanzeige unten rechts. Ich liebe einfach diesen Soundtrack. So, letzte Runde. Das fahre ich ganz entspannt zu Ende. Volle Leistung. So, Nummer 1. So kann es weitergehen. Ja, es sind schon ein paar Fahrer. Silence. Das ist eine absolute Höchstgeschwindigkeitsstrecke. Die fahre ich im Zeitrennen, also alleine. Unter so, ich glaube, mein Rekord ist 1,17 oder so, oder 1,19 irgendwie so. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und manchmal muss ich sogar bei einer ganz bestimmten Stelle leicht abbremsen, weil das dann über Kopf geht und ich sonst aus der Fahrbahn geschmissen werden würde, wenn ich zu schnell wäre. Das passiert bei leichteren Fahrzeugen ganz gerne mal. Das wäre dann hier nach diesen Energiebalken, wäre das hier so, wäre das der Fall. Da muss ich dann aufpassen, bei so 1300 ungefähr wird es dann langsam kritisch. Zumindest bei meinem Gewichts, bei meiner Gewichtsklasse. So, jetzt Attacke hier. Ein Boost verpasst, aber der Boost vom Green Panther, der regelt das schon. Und wie man sieht, der Rivale, der punktmäßig vor ihm ist, der wird dann auch immer gerne angezeigt. Geh weg, Kollege. Also, die Strecke, die habe ich schon extrem oft gespielt. Da hatte ich mal mit dem Kollegen... Scheiße! Alles klar, ich hätte mir auf die Geschwindigkeit achten sollen, aber da hat man mal so ein Fail gesehen. Ne? Also, das ist das, was ich meine. Es gibt sogar zwei Punkte, wo man rausfliegen kann. Also war das 1130 km oder so. Aber ich hatte das mal mit einem Kollegen, dass ich wirklich mehrere Abende und Wochen lang nacheinander, dass wir uns gebettelt haben.
und jeweils immer diesen Rekord unterboten haben. Das war schon eine Schlacht. Also, ja, das war schon, das war hardcore perfektionistisch. Also, naja. Aber jetzt sollte ich mal auf die richtige Geschwindigkeit achten, dann passt das auch. Okay, jetzt habe ich einen weggeballert, weil der Schurken so angeschlagen war, das wollte ich gar nicht. Alles klar, rest in peace. Oh. Ah, da kommen sie alle angeschissen hier. So, Attacke. Ja, es wird wieder von der Geschwindigkeit. Na, nah am Limit, wie ihr seht. Das ist. Versucht man natürlich alles rauszuholen. Ja, gib ihm. Und beachte auch zum Beispiel im Tunnel, wenn ich da so schnell bin, dann sieht das aus, als wenn ich rückwärts fahre, weil. Achtet mal drauf. Ich weiß nicht, ob meine Kamera das so aufnehmen kann, aber. Na, jetzt nicht rausfliegen. Alles klar, cool. Da ist niemand. Alles klar, ole, ole. Das war das 1,23. Also bei 1,23, 24 bin ich immer im Grand Prix. Da sind ja auch Gegner da, die einen irgendwie behindern oder wegdrängen oder so. Oder hart suizidgefährdet sich vom Wagen schmeißen, wie gerade eben. So, Platz 1. Ich habe einen neuen Rivalen. Mein Rival ist auf Platz 5 gerutscht. Michael Chain ebenfalls runtergerutscht. Naja. Strecke 3 von 6. Sand Ocean. So, auch eine ganz interessante Strecke, wie ich finde. Da werden die Röhren teilweise so eng, dass man, wenn man nicht ganz gerade fährt, dass man da sehr schnell ins Schleudern gerät, vor allem bei Höchstgeschwindigkeiten. Und Sayonara. Seht ihr, was ich meine? Wenn man hier so ein bisschen, kommt man schnell in Schleudern. Wenn man dann von der Decke dann runtergeworfen wird und wenn die Röhre dann zu Ende ist, dann kann man auch schnell mehr rausfliegen. Das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. Aber gut, das Spiel ist von 98. Ich besitze das Spiel schon seit 21 Jahren dementsprechend. So oft wie ich das gesuchtet habe, das ist dann auch nicht verwunderlich, wenn mal sowas passiert. Da habe ich schon die dollsten Dinge erlebt. Ja, der Rausch der Geschwindigkeit. So, letzte Runde, da kann man auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Ja. Unterschätzt das man nicht, das ist der Expert-Mode, also das ist schon, es gibt ja nur noch eine Steigerung, der Master-Mode und ey, glaub mir da, ich habe bis jetzt alle Grand Prix mit Master geschafft, aber das war, da musste ich wirklich jede Nano-Hundertstel raushauen, also wenn man da nicht wirklich am Rand der Perfektion kratzt, dann hat man nicht den Hauch einer Chance, also da ist es schon eine Kunst, irgendwie Dritter, Vierter oder so zu werden und da muss man wirklich seine Gegner auch ausschalten, damit die keine Punkte generieren, um selber nicht nach hinten zurückzufallen. Also Master ist wirklich kein Zuckerschlecken, das kann ich euch wirklich sagen. Und ich beherrsche dieses Spiel wirklich gut. Und also das war schon nicht gerade einfach. Da habe ich auch nicht unbedingt so schnell Bock, das wieder zu machen, ehrlich zu sein. Also Master ist echt schon, das ist pervers hart, ohne Scheiß. Apropos, ich sollte mich konzentrieren. Na, eben noch gesagt, dass ich ein guter Fahrer bin und zack, kriegt die Kurve nicht. Alles klar, Kollege. Less talky, more gaming. Ah, noch Platz 30, passt schon. Ah, da ist einer draufgegangen.
weiß nicht, ob ihr links die Explosion gesehen habt. So, bereits 20. Und Attacke. Ja, das Braune zum Beispiel ist Sand, der bremst dann noch ganz gerne. Es gibt auch Strecken, die so ja, hellblaue Elemente haben. Das ist dann Eis, wie man sich denken kann. Da kommt man dann halt ein bisschen ins Rutschen. So, schon erster. Ja, der Sand bremst dann natürlich. Da lag gerade eben die Leiche. So, gemütlich hier ein bisschen Energie. Alles klar, keiner da. Kann ich ein bisschen Energie sparen. So. Jetzt wieder. Ach, man kommt ja aber auch echt leicht ins Rutschen, wenn man eine hohe Geschwindigkeit hat. Das muss man sagen. Deswegen mache ich immer diese hier, damit ich mich besser in die, damit ich besser um die Ecken komme. Weil es wirklich Kurven gibt, da muss man das einfach machen. Ansonsten hat man da einfach echt verloren. Da hilft das nicht, da rumzurutschen. Das sind wirklich so enge Kurven dann. Also 90 Grad Winkel lässt grüßen, das ist dann noch heftiger. Und gerade bei Höchstgeschwindigkeiten ist das dann schon echt unvermeidbar, dass man dann trotz dieser Technik gegen irgendwelche Kanten knallt oder so. So, Big Blue, Zylinder. Na, seid mal gespannt, was diesmal auf euch wartet. Das ist von den 6 Strecken die Strecke, wo ich mich am meisten anstrengen muss, Erster zu werden. Weil es hier halt auch ist, dass wenn man hier, ich demonstriere das mal ganz kurz. Okay, das war zu viel der Demonstration. Aber wenn man da zum Beispiel zu sehr rausfliegt, dann kann man sich nicht mehr halten. Wenn man so ein bisschen rausfliegt, dann kann man wieder zurück auf die, durch die Gravitation wieder zurück auf die Fahrbahn. Aber ja. Das passiert dann relativ schnell, wie man sehen kann. Ich habe es jetzt absichtlich gemacht, aber wenn man dann vor allem in der letzten Runde Gas geben muss, dann geht das schon relativ schnell. Dann sollte man eher, wenn eine Kurve ist, zum Beispiel hier jetzt, Moment, erstmal den Boost kriegen. Dann sollte man sich eher hier aufhalten, dann kann das nicht passieren, ne? Ist ja logisch, reine Physik und so, ist ja klar. So, hier kenne ich auch nicht jeden Boost auswendig. Es gibt auch mehrere, teilweise sind die so gestellt, so gesetzt, dass man eben nicht jeden kriegen kann, erst recht nicht bei so hohen Geschwindigkeiten. Aber das sollte kein Problem darstellen. Also hier kann ich nicht garantieren, dass ich Erster werde, aber so Dritter oder so sollte drin sein. Aber da ich eh schon Maximum 400 Punkte von 400 bis jetzt generiert habe, sollte das nicht unbedingt ein Problem darstellen, so Attacke. Vor allem beim letzten werde ich dann auch Erster, das sollte auch kein Problem sein. Seht ihr, ganz minimal bin ich eben schon abgehoben. Ah, den habe ich jetzt nicht bekommen. Ah, den auch nicht. Jetzt ist meine Energie gleich finito. Jetzt sollte mich keiner rampen. Rampen soll schon rammen. Seht ihr, und genau das hier ist eine Kurve, wenn ich dann in der Höchstgeschwindigkeit bin, so in der letzten Runde. Da muss ich definitiv diesen hier machen. Das geht nicht anders. Also da kommt man sonst unmöglich rum. Platz 10 bin ich ja schon mal, passt ja. Noch fahre ich nicht am Limit. Das mache ich dann relativ kurz vor Schluss. Ach, jetzt schon wieder den Boost verpasst, da war ich zu zaghaft. Na, Captain Falcon überholt. So, das sind die ersten 4, alles klar. Erster sollte drin sein. Ah, verdammt. Ja, easy going. Easy peasy lemon squeezy. Na ja, gut. Aber glaub mir, das Ding auf Master ist der Horror. Also, da bin ich schon teilweise froh, wenn ich da im erstständigen Bereich lande. Also, geht so schlimm ist dann auch nicht, aber so Platz 8 oder so ist schon sehr dankbar dann. Also, ne? So, letzte Runde. Hier gibt es auch noch ein paar neue und interessante Elemente. Ist auch immer wieder geil, die ganzen Massen hier, wie sie an vor einem sind. So. Hier ist wieder so eine Kurve, wo ich diesen unbedingt brauche, seht ihr?
war selbst mit dieser Technik knapp. So, hier ist das Eis, habe ich ja schon angesprochen. Auch da, wenn man da zu lange in der Luft bleibt, dann verliert man an Geschwindigkeit. Wenn man zu schnell runtergeht, dann kann man das schlecht vom Sprung auch ja auspendeln sozusagen. Sollte man schon auch eine gut angepasste, sagen wir mal, einen gut angepassten Landewinkel finden. Also ihr wisst, was ich meine. So. Noch ist keiner draufgegangen. Das wundert mich ein bisschen. Das passiert nämlich relativ schnell auch in Runde 1 schon. Ja. So, ich habe voll Energie, ich bin erster, letzte Runde, alles bestens. Kann ich erstmal ein bisschen ruhig angehen und dann meine Energie jetzt gleich raushauen. Ah, es war ein bisschen zu euphorisch. Ja. Aber bei der Geschwindigkeit, da kommt es wirklich auf Hundertste an. Da kann man sich schnell was tun. Ja. Aber ich empfehle euch, falls ihr das Spiel nicht kennt oder noch nie gespielt habt, spielt das mal. Also allein das Soundtrack, also unfassbar geil. Wenn man bedenkt, dass es von 98 kommt, also vergleicht das mal mit gleichaltrigen Spielen. Das ist schon krass, wie ich finde. Allein der Soundtrack ist echt Wahnsinn. So. Nummer 1, 600 Punkte. Volle Punktzahl. Und allein das hier, die Siegerehrung. Finde ich schon ziemlich geil von der Aufmachung so. Jetzt sieht man so einmal, welchen Rang man bekommen hat. Die Höchstgeschwindigkeit und ob oder wenn, wie viele Sternchen bzw. wie viele Gegner man platt gemacht hat. Und dann kommt das als Gesamtes. Guck mal, da war der eine, den ich versehentlich getötet habe, weil ich gegen den gefahren bin, der zu schwach war, um das abzuwehren. Ja, dann wird das am Ende nochmal aufgelistet. Und ja, man sieht schön viel Feuerwerk im Hintergrund. Super Soundtrack, epische Aufmachung. Ach, und nicht wundern, das sind beides verschiedene Fahrzeuge. Das sind Männlein und Weiblein. Mr. und Mrs. Arrow. Also, finde ich mal ganz lustig, dass quasi so ähnliche gerade Platz 2 und Platz 3 bekommen haben. So. Jetzt kommen wir zur Siegerehrung. Na, da ist die Alte. Da ist der Kerl. Und die Nummer 1 natürlich. Ich kann euch ja mal im nächsten Video gerne mal zeigen, wie so ein Master Cup aussieht. Also dann wisst ihr, was ich meine. Das ist echt schon... Ja. Guru ist übrigens der im rosanen Fahrzeug. Der ist in der Geschichte hier der Rivale. So, das war's. Thanks for playing. Thanks for watching. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr nur so als nächstes vielleicht sehen wollt. Vielleicht irgendwie FIFA oder mal diesen Master Cup. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.